CBV Blechbearbeitung mit Sitz im Technologiezentrum Lasdorf bei Jena blickt auf eine 21-jährige Erfolgsgeschichte. 1992 wagte Werner Neumann den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute führt er den Familienbetrieb mit Sohn und Teilhaber Ronny Neumann. Zusammen beschäftigen sie 36 Mitarbeiter in einem modernen Maschinenpark auf höchstem technischen Niveau. Wir produzieren hochgenaue Blechteile. Hochgenau bedeutet im Zehntelbereich. Wir haben kein eigenes Produkt, also wir sind reiner Lohnfertiger. Wir decken mittlerweile die ganze Bandbreite ab, also von Privatpersonen, Einzelpersonen, Baubetrieben, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Aber das Gros sind eigentlich der Maschinenbau, Behälterbau, also wo wirklich Zeichnungen oder Daten mittlerweile übermittelt werden, wo Teile angefragt werden, die man eigentlich so nicht kaufen kann, die praktisch ganz speziell für den Kunden hergestellt werden. Das heißt, es existiert ein Chassis oder eine Verkleidung oder ein Grundgerüst und da muss halt eine Verkleidung dran und die muss halt maßhaltig sein und da kommen halt wir ins Spiel. Das Leistungsspektrum der CBV umfasst neben der klassischen Blechbearbeitung vor allem die computergesteuerte Bearbeitung in den Bereichen Laserschneiden, Stanzen, Umformen, Kanten und Schweißen inklusive der Konstruktion und Programmierung. Und hier hat jedes Blechteil seinen Ursprung. In der Programmierungsabteilung werden die Daten und 3D-Modelle des Kunden verarbeitet und 1:1 ins interne Computersystem übernommen. Hier erfolgt die Planung, aus welchen Einzelteilen das Stück bestehen soll und welche Produktionsschritte dafür nötig sind. Der Konstruktionscomputer ist mit den Maschinen in der Produktionshalle vernetzt. Die Mitarbeiter können daher alle Produktionsdaten direkt an ihrem Arbeitsplatz abrufen. Damit alles reibungslos läuft, bedarf es der richtigen Koordination. Bernd Worbes ist ein wahres Urgestein bei der CBV und von Anfang an dabei. Er ist Herr über Material und Produktion und trägt Sorge dafür, dass alles läuft und nichts zum Stillstand kommt. Vor allem bei Baugruppen ist es wichtig, den Überblick zu behalten und Produktionsabläufe exakt zu planen und timen. Er ist nicht nur Schnittstelle für die Kunden, sondern auch Ansprechpartner für die Mitarbeiter der CBV. Andreas Gumpert arbeitet am Faserlaser. Heute erhält er aus der Programmierung den Produktionsplan für Blechhauben. Mit einem Kran hebt er die 1 mm dünnen Stahlblechtafeln auf den Plattenwechsler des Faserlasers. Bevor es losgehen kann, aktiviert Andreas Gumpert den Sicherheitsbereich der Maschine. Der weitere Ablauf erfolgt vollautomatisch. Die Palette wird in den Laser gezogen und die Tafel bearbeitet. Durch den Einsatz des Faserlasers bieten sich der CBV enorme Vorteile bei der Bearbeitung. Er ist energieeffizient, wir halbieren praktisch die Energiekosten. Letztendlich der Fertigungsprozess wird ebenfalls halbiert bis zu 70% reduziert. Und die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist dementsprechend hoch bzw. schnell und können dadurch mehr Teile an einem Tag oder in einer Schicht fertigen. Der Faserlaser schneidet nach Vorgabe die einzelnen Teile aus den Blechtafeln. Die Maschine wurde für die Bedürfnisse der CBV speziell konfiguriert. Mit ihm können Stahl bis zu 20 mm, Alu bis zu 15 mm und hochreflektierende Materialien wie Kupfer und Messing bis zu 6 mm geschnitten werden. Ist der Prozess beendet, entnimmt Andreas Gumpert die gelaserten Teile, begutachtet die Schnittqualität und prüft anhand von Zeichnungen, Maße und Material. Anschließend durchläuft das Blechteil die CNC-gesteuerte Stanz- und Nibbelmaschine. Hier werden mit hoher Genauigkeit Löcher, Lochreihen und Gitter ausgestanzt und größere Löcher genibbelt. In einem nächsten Schritt werden die Teile entgratet, das heißt scharfe Kanten, entfernt. An der hydraulischen Abkantpresse erhalten die flachen Blechstücke ihre eigentliche Form. Hier werden die Kanten von Profilen, Kästen und Einschüben bis zu einer Länge von 3 Metern passgenau gebogen. Ein Sensor sorgt dabei für exakte Winkel. Überall, wo zwei Kanten aufeinander stoßen und ein Spalt entsteht, muss anschließend geschweißt werden. Dadurch werden die offenen Kanten verschlossen, um zum einen eine bessere Optik zu erzielen und zum anderen die Stabilität zu verstärken. Das Schweißen von Dünnblechen ist eine sehr diffizile Arbeit und erfordert höchste Konzentration. Beim Schweißen entsteht Wärme. Die Schweißer müssen daher darauf achten, dass das Blechteil winklig bleibt und sich nicht verzieht. Was beim Schweißen an Material aufgetragen wurde, muss beim Schleifen und Verputzen wieder abgetragen werden. Dabei werden die Schweißnähte eingeebnet, bis sie sich nicht mehr von einer Biegekante unterscheiden. In einem letzten Schritt übernehmen Partner der CBV die Oberflächenbeschichtung. Seit 2014 verfügt die CBV über einen Schweißroboter.
Der True Laser Robot 5020 beschleunigt die Arbeit um mehr als das Doppelte im Vergleich zum herkömmlichen WIG-Schweißen. Maschinenverkleidung, Behälter und Gehäuse, zum Beispiel für die Medizintechnik, können mit dem Laser schnell und präzise geschweißt werden. Bauteile aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl werden hier im Bereich von 0,5 bis 2,5 mm miteinander verbunden. Der Laser bringt weniger Wärme ins Material. Dadurch verformen sich die Fertigungsteile nicht so schnell und es ist weniger Nacharbeit nötig. Den Beruf des Schweißers ersetzt der Roboter aber nicht, denn er muss schließlich bedient werden. Außerdem wird die Maschine je nach Fertigungsteil programmiert, damit die Bewegungsabläufe stimmen. Das übernimmt unter anderem Daniel Voss, der seit dem Jahr 2000 bei der CBV arbeitet. Bevor jedes Blechteil die Firma verlässt, wird es einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. An der Endkontrolle kommt kein Teil vorbei, denn von deren Ergebnis hängt auch der Ruf des Unternehmens ab. Hier werden Genauigkeit, Sauberkeit und Optik überprüft. Nur einwandfreie Blechteile verlassen die CBV. Ganz nah dran am täglichen Produktionsablauf sind auch die Auszubildenden der CBV Blechbearbeitung. Derzeit durchlaufen zwei junge Männer die 3,5-jährige Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker Feinblechbau. Der praktische Teil erfolgt in der neu gebauten hausinternen Werkstatt. Die Nähe zu den Mitarbeitern ist dem Unternehmen genauso wichtig wie die Nähe zum Kunden. Ich habe 2007 erfolgreich eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker für Feinblechbautechnik bei der CBV abgeschlossen und durfte in jeden Bereich einschnuppern, habe jeden Bereich durchlaufen und habe somit auch jede Ecke und Kante der Firma kennengelernt. Diese Kenntnisse helfen mir sehr in meinem derzeitigen Aufgabenbereich der Auftragsbearbeitung, Arbeitsvorbereitung und Kundenbetreuung. Zurzeit besitzen wir einen Stamm von knapp 1000 Kunden, 100.000 Artikeln und 330 Kunden, die parallel bedient werden möchten. Unsere Leitungsebene und Kollegen führen mich Schritt für Schritt an neue Aufgaben heran, an denen ich wachse und mich stetig weiterentwickle. Denn das Ziel ist es, meinen Vater in 15 Jahren in den verdienten Ruhestand zu schicken. Zukunft bedeutet für uns nach vorn denken. Nach vorn denken heißt Energieeffizienz berücksichtigen. Wir sind ein sehr energieintensives Unternehmen. Deswegen war für uns ganz, ganz wichtig, zum Beispiel die Photovoltaik zu nutzen für die Eigenproduktion. Dadurch haben wir uns einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Wir können stabile Preise garantieren auf längere Sicht. Das bedeutet für uns Zukunft. Qualität, Flexibilität, Mitarbeiterbindung und Kundenzufriedenheit hat sich CBV auf die Fahnen geschrieben. Das Unternehmen ist Preisträger des Großen Preises des Mittelstandes und des Arbeitsschutzpreises. 21 Jahre CBV, 21 Jahre erfolgreiches Schweißen, Stanzen und Kanten im Familienbetrieb.